Die Stadt in 12 Bildern. Durch die Stadt will ich euch führen. Auf und ab gehen wir spazieren. Ei, was ist das für ein Leben? Da wird's viel zu sehen geben. Der Bärenführer. Seht, wie die munteren Kinder gaffen. Wenn hier der Mann mit Bär und Affen der Tiere Künste sehen lässt, das ist für sie ein rechtes Fest. Die Musikanten. Horcht nur, wie die Musik erklingt und wie die Harfenistin singt. Die Leutchen müssen davon leben. Drum lasst uns ihnen etwas geben. Der Wagen. Der Reiche kann sich durch die Straßen in schönem Wagen fahren lassen. Das scheint recht angenehm zu sein. Und gerne flieg ich selbst hinein. Die Gipsfiguren. Figuren kauft. Ruft hier der Mann. Oho, schaut doch meine Ware an. Kauft mir was ab, für wenig Geld. Bekommt ihr, was euch nur gefällt. Die Holzhauer. Um sich vor Kälte zu bewahren, lässt für den Winter Holzmann fahren. Das machen hier die Männer klein und tragen's dann ins Haus hinein. Der Briefträger. Der Bote geht von Haus zu Haus und teilt seine Briefe aus. Den Wartenden erfreut er oft, der bang auf gute Nachricht hofft. Das Milchmädchen. Viel Wagen, so bespannt mit Hunden, erblickt man in den Morgenstunden. Dann kommt die Köchin schnell gelaufen, um Milch zum Frühstück einzukaufen. Die Gemüsehändlerin. Gemüse gibt's hier schön und frisch und mancherlei noch für den Tisch. Herbei, ihr Leutchen, kaufet ein. Herbei, bald wird es Mittag sein. Das Blumenmädchen. Der harte Winter ist entflohen und weichen Blühen draußen schon. Die suchen dann die Kinder auf und bringen sie uns zum Verkauf. Der Nachtwächter. Jetzt ist das Tagewerk vollbracht und niedersenket sich die Nacht. Die Straßen werden alle leer und nur der Wächter geht umher. Der Scherenschleifer. Der Scherenschleifer dreht sein Rad, wenn er nur was zu schleifen hat. Bringt schnell ihm eure stumpfen Messer, denn was er schleift, das schneidet besser.